Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Warfan, der Mitarbeiter Arctic. Und ja, legen wir los. Wir haben Panzergefecht, deutsche Panzer. Ich habe ja schon den Stuck freigeschalten, der Arctic leider noch nicht. Weil ich habe ein bisschen Ja. offscreen gespielt. Ich finde Panzer so geil eigentlich bei dem Spiel. Es macht so richtig Laune. Ich würde jetzt aber auch den Stuck herzeigen gleich mal, obwohl ich ihn nicht so unbedingt mag. Weil mir gefällt der andere fast besser, muss ich ehrlich sagen. Vom Fahrverhalten, weil du hast hier bei dem Stuck hast du kein. Ah, jetzt haben wir nicht gleich gespawnt, oder? Ja, ist, nee, ist eh Unten bin zufällig, man kann ich. das gar nicht bestimmen. Okay. Ah, du bist oben. Ja. Wir sollten aber relativ schnell immer die Punkte einnehmen, weil das ist das Wichtigste in dem Spiel. Weil Ja. dadurch bekommst du einfach viel mehr Forschungspunkte und so weiter freigeschalten. Halt, ich bin jetzt direkt am Weg einmal zu A. Wird da gar nicht so Ja. viel herumtun. Dir würde ich vorschlagen, dass du die Flak mal runterschießt, wenn du welche siehst. Ja, zurzeit habe ich noch keine Marker. Halt, da musst du in die Ferne schauen, dass nachher so ganz kleine Punkte. Das sieht teilweise siehst du es fast kaum. Habe ich das jetzt festgestellt die letzten Male und. Aber sie bringen halt für die Forschung relativ viel dann. Notiert. So. Oh, jetzt sind die schon bei A. Ich bin auch gleich bei A. Aber ich habe halt das Problem, dass mein Panzer bergauf nur bis 45 Grad geht. Halt bergauf fahren und dann ist er extrem langsam. Und ich stelle mich jetzt da gerade auf einen Hügel hinauf. Ich hoffe, dass ich. Okay, komm, bleib da stehen. Nein, bleib da stehen, Junge. Ja, kann ich nicht stehen. Na, der hat mich drauf. Genau das wollte ich nicht. Das wollte ich verhindern. Ah, wir sind schon nebeneinander. Das ist korrekt, ja. So, Oder pass aber vor, pass auf, da vorne, rechts sind welche und da vorne sind aber auch gleich, ist gleich der A-Punkt. Okay, du bist schon tot, oder? nee, ich war. Ich hätte mich noch als Verteidigung hinstellen können, aber ich glaube, das hätte auch nichts gebracht. Ja, ich hatte ihn gerade noch anvisiert, aber ja, der hat sich relativ clever hinterm Feld versteckt. So was macht er leider. Boah, na, der trifft mich voll. Aber ich muss erst darüber suchen, mal. So, Treffer. Perfekt. Und das ist wirklich viel auch die Munition abhängig, was du tri halt wie viel Schaden du magst und wie du triffst nachher und wie die Munition auch ist. Halt. Teilweise komme ich mit den Panzerkampfwagen fast besser aus. Mit dem, was du spielst, gerade. Ja, der hat mich schön abgetroffen. Nein, ich Boah, nehme da die hinten ist Stuck, weil dann einer. müsste ich einfach noch viel Zeug Boah. freischalten. Und die unterschiedlichen Arten von den Kanonen, das muss man sich auch alles anschauen. Ja, das ist so wichtig, das Zeug. Von den Patronen, dass du Sprenggranate oder Panzergranate oder was es halt alles gibt. Ja. Und die Ja, sind ich für die. müsste jetzt nach der Runde hier müsste ich die 40 mm freigeschalten. Ja. Die. Nein, es ist ein keine 40 mm, es ist trotzdem nur eine 20 mm. Die Ja, hat aber nur aber 40. Das ist eine größere. Wie soll ich das erklären? Irgendeine größere Patrone oder was? Deswegen heißt sie 40 mm. Das ist. Weil man. Sie wird trotzdem über das 20er Flakgeschütz. Über das 20er Geschütz abgefeuert. Das habe ich von einem Freund erklärt bekommen. okay, ja, Ziel unbeschädigt mal wieder. So. Ich schau, du bist da oben, okay. Ich schau, dass ich vielleicht da irgendwie da reinkomme, aber ich glaube, ich komme da halt nicht rein. Ah, der ist so langsam, der Panzer, wenn du in anderen gewohnt bist. Ah, ja, da war ich gerade bewegungsunfähig und dann wurde ich abgeschossen. Ah, letzter Panzer, mal So. wieder. Ja, nochmal, halt du hast bald, kriegst du eh bald den nächsten freigeschalten, schätze ich mal. Ja, hat dann eigentlich jeder Panzer, wenn man so will, drei Leben, also hat man noch nie einen Nein, Panzer bei dem dreimal, beim oder? Stuck habe ich zwei. Ah, okay. Der Stuck Also hat ist nur jetzt zurzeit zwei. sozusagen fünf Panzer. Genau. Obwohl ich lieber mit einem anderen spiele. Ich glaube, da komme ich nicht durch. Ah, oh, er geht sich aus, perfekt. Ich glaube, hätte nicht geglaubt, dass ich. Ich muss wirklich schauen, dass die Map ist jetzt ein bisschen scheiße mit Flakgeschützen und so weiter, weil da sind die anderen Maps ein bisschen besser. Ja, da hinten sehe ich jetzt zwei gerade auf der Karte. Also Okay, ich bin komm, eigentlich auch noch. dreh doch, da ist ein Panzer gewesen. Zweier Treffer.
Abschusshilfe, schön gemacht. Und hinter den Stein da. Aufladen. Bodeneinheit zerstört. Oh, ich kann nicht so weit runterkommen. Komm, gib den Treffer. Passt, perfekt. Wir müssen, da sind es urviele bei dem Treffer. Wir müssen unbedingt die Karte einnehmen, halt die Punkte einnehmen. Treffer. Wenn jetzt noch einen, wenn ich jetzt noch mal triff. Boah. Das kann es ja nicht geben. Treffer, komm, der muss ja explodieren, der Hund. Ich glaube, ich muss mal die andere Granate nehmen. Muss ich zwar noch mal komplett laden. Ja. Mal, ob wir dich irgendwo finden. Boah, ich komme nicht in den Bereich rein, da stehen einfach 5 Panzer. Ja, jetzt ist es gleich eh gegessen. Ja, wir können schon noch, es geht, ich habe schon noch mal so ein Matchout noch gewonnen. Da sind wir einfach voll reingefahren nachher und haben das eingenommen. Dann geht's noch. Aber es wird halt jetzt schon sauer knapp. Weil ich glaube, es wird Abschusshilfe, schön. Ja, okay, das war's. Das war's. Vielleicht kann ich den einen noch abschießen. Sind immer ausgegangen. Ich finde das aber trotzdem noch immer geil, auch mit dem Panzern. Ich muss sagen, es ist zwar am Anfang ein bisschen tricky, aber man kommt nachher relativ schnell dazu. Überhaupt, wenn du die Panzer gescheit aufgemöbelt hast. So was, Drehkranz einschießen, Granate 39. Oder Feuer. Warte mal, 119 Punkte. 109 Punkte habe ich. Ich mache einschießen. Machen wir gleich noch eine Runde. Ja, passt, das war ja soweit. Das war ja ein Quickie. Ja, 6 Minuten, das ist perfekt, nämlich schön. Das kann, manchmal geht es relativ schnell, die Panzer, manchmal dauert es ewig. Du bist schon bereit, oder? Wenn ja, ich bin bereit. Passt, dann kann ich das gleich machen. Siehst du, und wir, da haben wir halt noch eine ziemlich gute Chance, dass du auch mal halbwegs mit den Leuten mitkommst bei dem Panzer, weil es noch nicht so viele freigeschalten haben. Wenn du da ein bisschen spielst zumindest, weil sonst bist du halt nachher, wenn du dann nachher gegen Dreierpanzer nur mehr spielst oder sowas, kannst du, das ist halt bei den Fliegern jetzt gerade auch so, dass du teilweise gegen heftige Panzer dann spielen musst, immer wieder. Ah, Flieger spielst. Ja, die dann halt schon ordentlich auch austeilen. Ich mache jetzt den Panzerkampfwagen mit der Panzergranate 40, genau. Die ist nur ein bisschen, glaube ich, besser von der Durchschlagskraft von den bei den Patronen und so weiter. So, da gibt es wieder nur einen Punkt. Die Karten hasse ich mit einem Punkt. Wo bist du? Direkt hinter dir. Okay, passt. Wir fahren von oben in die Base hinein. Okay. Weil dann können wir die ganzen Flakgeschütze von innen einmal wegnehmen. Ja. Beziehungsweise ich bin in dir gespawnt und erstmal nach hinten gesprungen. Okay. Weil dass wir unsere Flieger freien Laufbahn haben und die gegnerischen Flieger abgeschossen werden von unseren Flaks. So, irgendwie hat der schon geschossen da. Und vergiss nicht die Flagge die Artillerie einzusetzen. Und halt die, was du hast. Mit der 5 Zwischentour. So, da vorne ist schon der erste Flak, das mache ich gleich von da. Na, da habe ich es gehabt gerade. Na, okay, komm. Treff ich's nicht. Ja, super, Leute. Dreht mich. Bodeneinheit zerstört, geht schon, perfekt. Und gleich zum nächsten. Boah, ey, wie sie hier rammen. Okay, aus Audis. Da ist die nächste. Schauen wir mal, ob ich die treffe von da. Bodeneinheit zerstört, perfekt. Weil das ist wirklich urwichtig, weil wenn du den Flak von den Gegnern alle hinmachst, haben unsere Flieger einfach freie Laufbahn. Und das unterschätzen viele, dass das viel bringt. Ja klar, weil die Flieger können ja sonst eigentlich nicht abgeschossen werden, außer mit so einer Flakpanzer. Genau, mit einem Flakpanzer. Aber das haben halt wenige. Oder wenige wollen das spielen, sagen wir so. Was ich auch verstehe, weil ich glaube Flakpanzer kann ziemlich öd sein. So. Da hinten wer bist du jetzt? Warte mal, bist du noch bei mir nein, oder? Doch. Hinter uns ist ein Panzer, glaube ich. Oder hinter mir ist ein Panzer. Na, okay, oh, da kommt einer. Wo? Abschusshilfe ist zerstört. Was, warte, ich mach dann die Flakgeschütze da drüben auf dem Berg. Das ist zwar extrem weit zum Schießen, aber es geht sich aus. Normalerweise.
sollten sie sicher ausgehen. Aber ich kann es jetzt auch gerade nicht anvisieren. Vorne ist direkt der nächste Panzer. Oh, den hat es auch dahin gerafft. Treffer ist einmal, aber ob es mehr war, kann ich noch nicht sagen. So, wir haben den Punkt auch noch. Treffer noch einmal. Ich möchte ein bisschen weiter vorfahren, dass ich die Flakgeschütze leichter auseinandernehmen kann. So, wo habe ich die jetzt gesehen? Ah, da. Na, jetzt sehe ich die Flakgeschütze nicht, sobald ich ihn als Schütze drinnen bin. Okay. Ja, ich habe da gerade hinten zwei im Visier. Mann. Ich habe die linke jetzt auseinander, halt nehme ich auseinander gerade. Ja, ich sehe es an dem. Mal die rechte kann ich mal nicht anvisieren. Ja, du kannst auf die linke auch schießen. Boah, voila. So, wir werden aber jetzt gleich gegen ein bisschen Action mehr in dem Kampf gegen Panzer gehen. Ja, da rechts ist ein T28. Ja, ich fahre jetzt noch einmal die Munition voll. Bodeneinheit zerstört. So, Abschusshilfe. Da haben wir jetzt noch die eine Flak, die mache ich jetzt auch noch. Ist mir egal, auch wenn sie jetzt gekommen. Komm, komm, Treffer. Bodeneinheit zerstört, wieso? Ach Gott, das dauert so ewig. Bodeneinheit zerstört, perfekt. So, ich komme zu dir vor. Wir halten die jetzt ziemlich bei denen in der Base, oder? Die nehmen gerade. Nehmen wir A ein? Nein, die nehmen A ein. Ne, wir nehmen A ein, so wie ich das sehe. Obwohl wir blau. Ah, jetzt wird's wieder blau, okay. So. Hast du noch irgendwo Flakgeschütze? Da oben am Berg sind noch Flakgeschütze, ja. Drei Stück. Treffer. Auf welchen schießen du? Auf den gleichen runter? Ganz linke. Okay. Aber keinen Treffer bekommen bis jetzt. Oh ja, das dauert eine Zeit lang manchmal. Und es muss wirklich grün sein. Und schieß nicht alle hintereinander, schieß eines, dann warte bis er wieder grün ist. Schieß wieder einen Schuss. Gerade auf die Distanz. Na okay, komm, zieht unbeschädigt, gibt's aber nicht. Treffer. So, ich werde weiter vorfahren. Obwohl rechts kommen, sind die gegnerischen Panzerbase eigentlich. Aber da stehen zwei von uns drinnen. Ich bin halt, ich stelle mich ungern in die Base hinein, ich weiß nicht, das ist so irgendwas. Finde ich zumindest, ich weiß nicht. Das ist dann auch Fahrt. Na, geh komm. Oh, das war gerade. Boden war nicht zerstört. Bodensiege mal 5. Perfekt. Da vorne ist gleich noch einmal, sind noch zwei. Gekommen. Ah, ich habe nicht mehr Schüsse gehabt. Ich überlege jetzt gerade, ob ich eine Artillerie irgendwo hinschicken soll. In die Richtung darüber irgendwo. Es trifft mich einer. Da steht direkt einer vor uns. Ziel unbeschädigt. Mein Turm dreht sich in die falsche Richtung. Zerstört. Abschusshilfe, ja. Der hat sich nämlich, der hat mich irgendwie nicht bemerkt. Der ist einfach. Na, oh ja, der hat mich aber gerammt und dadurch hat er. Habe ich ihm Schaden auch gemacht und er hat mir Schaden gemacht, aber. So, ich repariere mich da mal. Aber ich tue oben die Flak geschützt dabei. Da kommt einer, da hinten. Wo? Sehe schon. Aber ich kann gerade. Ich bin gerade am Reparieren halt, ich kann hier nicht weg. Warte, ich probiere Artillerie. Der schießt in eine andere Richtung. Ich habe jetzt Artillerie dorthin geschossen. Ich fahr vor.
No. Hab ihm gerade, glaube ich, noch ein paar Treffer gegeben, ja. Wieso kann ich jetzt nicht. Ach, ich kann nicht mehr zurückschalten auf dem Panzer, auf dem normalen. Irgendwie hat er mir jetzt die Artillerie anvisiert. Und weil ich nicht rede. Boah. Irgendwie ist der jetzt ein Bug bei mir. Ich kann gerade nichts machen. Ich muss jetzt auf die nächste Artillerieschuss. Direkt vor dir einer steht einer, das heißt ja, sogar zwei gesehen. Stück. Ich habe auch auf ihn geschossen. Zwei Stück. Ein Panzerkampfwagen 3 und dann trifft mich der gerade, oder? Ja. Ja, ich glaube. Ich habe die Kamera nicht wechseln können. Ich war noch immer in der Artillerieansicht. Boah, da hat er mir aber nochmal einen versetzt. Ah, scheiß Ding. Ich mache jetzt einen Stuck. Komme ich dir zu Hilfe? Die haben den Punkt, ja, sehe ich gerade. Ich bin weg vom Fenster. Dann fahre ich gleich zu A hinein. Ja. Dass man die mal wegkriegen dort. Boah, da stehen ja da bei A komplett und warten auf uns. Ich fahre jetzt schau, dass ich ein bisschen von der Seite komme. Dass mich nicht gleich sehen von Anfang an. Aber ich glaube, das wird nichts bringen. So, geiler Schuss, 4er Treffer. Wenn ich jetzt noch einmal trinken. Ah, okay, 5er Treffer. Wieso geht der nicht down? So, Boden einer zerstört, perfekt. Kannst mich gern haben. Jetzt fahre ich mal zu euch hinein. Direkt bei dir ist einer. Ich weiß es. Die schießen eh schon auf mich. Aber ich will da mal hinein. Ich fahre jetzt einfach mit Vollspeed mit meiner 35, da treffen sich eh schwer. Meistens schießen sie hinter mir hinein. Gerade. Weil wir verlieren sonst wieder. Ja. Also da. Ja, da wird nicht mehr viel. Boah, da sind ja vier. Ziel unbeschädigt von vorne. Ziel unbeschädigt. Na. Ja, scheiße. Ah. Nein, wieso haben wir das nicht gehalten? Die stehen da zu zweit drinnen, verteidigen schön. Von uns ist keiner dort. So, noch kurze Wertung anschauen, ob wir irgendwas wieder freigeschalten haben. Ich bin Fünfter geworden. Von Achter, das ist, glaube ich, mein bestes Ergebnis bis jetzt. Einschießen dauert bei mir noch. Ein paar Punkte brauche ich noch, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und ja, schönen Tag noch. Ciao, Leute. Ciao.